Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir spielen eine kleine Runde Control zusammen. Und ich muss dazu sagen, bei diesem Spiel habe ich das größte Fragezeichen über meinem Kopf, weil ich absolut im Moment gar nicht checke, was hier los ist. Was ich hier machen soll, was passiert. Jetzt muss ich irgendwo, wow, fast runtergefallen, irgendwo durchlaufen oder irgendwo längs springen. Eben gerade, wie jetzt. Den hatte ich doch irgendwo auf einer Taste. Auf einer anderen Taste. Okay. Okay, gut, egal. Lassen wir den auf der Taste. Passt. Hayukita-Boom. Ist ja natürlich schon mal nice. Okay, dann kann ich mich wesentlich schon mal wehren. Gegen was auch immer, was da noch alles kommt. Da oben ist eine Waffe. Waffen finde ich. Dieselbe. Ja, dann nimm sie halt. Trau dich. Trau dich. So schwer war das jetzt nicht. Jetzt habe ich eine Waffe. Und jetzt habe ich nicht mehr so viel Angst. Das ist schon mal cool, weil ich habe... Muss man immer dazu sagen, noch können sich nicht wehren und noch habe ich absolut keine Ahnung, was hier passiert. Oh, daneben. Oh, daneben. Oh, getroffen. Oh, daneben. Hallo, bleibt doch mal stehen. Könnt ihr auch mal aufhören, euch zu bewegen. Und jetzt? Krass, das Nachladen dauert ja Ewigkeiten. Okay. Schielwasser trinken. Okay. Verdammt, verdammt, verdammt. Warum bewegt er sich so schnell? Der bewegt sich gar nicht schnell. Aber gut. Nochmal nachladen, probieren wir nochmal richtig. Ja, von der anderen Seite vielleicht besser. So. Gott, wie schlecht. Okay. Gut, wenn das, ich glaube, wenn es so weitergeht, dann wird es richtig lustig. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das ist natürlich, das ist mega nice. Kann ich das auch in der Luft machen? Und wow, Hilfe. Krass. Du musst die auch noch genau treffen und dann... Komm her, ja. Was lässt denn niederfallen? Nichts. Mehr Zombies. Jetzt ist das... lass das kein Zombie-Spiel werden. Ich bin ja... Ist ja nicht so, dass ich Zombie-Spiele nicht mag, aber... ich bin so jemand, der absolut keine Horror-Spiele spielt, so Schock-Spiele, so... Ach was, jetzt schießt er auch noch zurück, oder wie? Wenn er zurückschießt, dann ist es viel besser. Genau, so ist, wo man so Schockstarre kriegt und irgendwie, keine Ahnung, eigentlich nur noch zurückläuft und sagt, oh Gott, Mama, bitte bring mich nach Hause, ich will nicht mehr. Ach, hier komme ich raus? Gott, hier gehen wir raus. Da kommt etwas. Die Bedrohung. Ein Angriff. Flächen aus Direktor. Die Behörde schützen. Hast du das gerade gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Oh, und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Nee, Mädchen. Du gehörst in die Klapse. Ist das sicher? Du gehörst definitiv in die Klapse. Du bist richtig Psycho. Hallo, du darfst doch nicht mehr frei rumlaufen. Merkst du mal, was in deinem Kopf abgeht? Setz mal die Waffe an deinem Kopf ab. Mach mal hier kurz Prozess. Hallo, du bist ja... Wie krank bist du denn drauf? Kann ich da raus? Oh, hallo, offenes Fenster. Okay, wir können sie nicht umbringen. Sie ist einfach... Ich möchte nicht. Warum? Warum denn? Oh Mann, ey, warum? Du darfst das nicht zulassen. Du darfst das nicht zulassen. Du darfst das nicht zulassen. Oh, draußen ist es dunkel. Du darfst das nicht zulassen. Du darfst das nicht zulassen. Du darfst das nicht. Dann bin ich auch noch in so einem kranken Kopf von einer kranken Frau. Oh Mann, nee. Oh
Und dann noch mit echten Bildern oder irgendein echtes ist nicht, ist animiert, aber echt gut gemacht. Ganz ehrlich. Bleib weg, verdammt! Ja, genau, bleib weg hier, Psychos. Psychos! Oh, lad halt nach, dieses ewig lange Nachgeladen hier. Was sind denn das? Jetzt gucke ich mir die erstmal an. Erstmal von weiter weg abschießen und dann von näher angucken. Wow. Okay, ich wollte gerade sagen, sie sind menschlich. Nein, sind definitiv nicht menschlich. Kann ich jetzt da rein? Jetzt muss ich. Oh nö, ne? Und dann noch mit so einer Attacke. Die habe ich doch eigentlich auf einer Maustaste gelegt. Na gut, dann nicht. Dann kommt ja. Geh aus meinem Kopf raus! Geh aus meinem Kopf, habe ich gesagt. Die Hotline, sagt der Tote. Okay. Geh halt weg. Warum muss ich mir das antun? Okay, gut, komm her hier. Was auch immer ihr seid. Ihr seht zwar menschlich aus, aber ihr seid es nicht. Ja, komm her, Psycho. Ist ja schon mega, aber das hier mit dem Hin- und Herwechseln, wenn ich jedes Mal auf Nachladen drücke, dass sie dann ihre Sicht wechselt, das ist schon ziemlich stressig. Das muss ich vielleicht nochmal umändern. Vielleicht soll man einfach nicht auf Nachladen drücken. Ist jetzt mal gut. Hört auf, hier rumzubeten. Ruhe hier jetzt. Echt krank. Und du auch noch. Das hört, glaube ich, nicht auf. Ich glaube, die kann ich... Ist jetzt Ruhe hier? Oh, na, egal, gut. Jetzt drücken wir erstmal hier den Knopf, Hilfe. Gleich die nächste Psycho-Geschichte. Schalter. Der Moment, wo man sagt, ich möchte definitiv hier nicht rein. Aber okay, anscheinend schickt mich das Spiel da rein. Dann machen wir doch mal gleich den Schalter hinter uns zu. Damit wir hier eingesperrt sind und die richtige Paranoia haben. Was auch immer hier drin passiert. Gott, 1000 Sammelobjekte. Hast du uns in deinen Verordnungen die Erlaubnis erteilt? Wir warten in dem Feld. Das Wort, das okay, anscheinend muss ich hier nicht rein, weil hier nicht mehr drin machen. Dann gehen wir wieder raus. Und gehen zu den Psycho-Jungs. Die sind nämlich irgendwo hier. War klar. Oh mein Gott. Kannst du es fühlen? Das Zischen, das vorhin in die Hand aufhörte. Das Zischen hat sich in alles hier reingegraben. Ist das Zischen dein Feind? Gut, es ist unser Feind. Dieses Geräusch ist ansteckend. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann zu summen. Ich habe Blähungen. Ich habe kein Zischen hier eigentlich. Aber egal, gut. Wenn du es als Zischen siehst, dann ist das halt auch Zischen meinetwegen. So, den ganzen Kram nehmen wir mit. Oh, haltet doch mal den Rand, man. Müsst ihr die ganze Zeit labern. Das ist der absolute Hammer. Und ist das Wesen nicht so psychokrank. Okay, da muss ich runter und dann passiert die Psychokacke. Solange das so irgendwelche Leute bleiben, die schießen, ist ja alles in Ordnung.
Aber sobald da irgendwelche Viecher kommen, die anfangen rum zu ekeln. Oh, Hilfe. Hilfe. Verweck dich. War doch irgendwas noch da. Ah! Reload, reload, lauf hin! Kaboom, bam! Oh, Hilfe, Hilfe, ich muss hier weg. Au, au. Okay, ich bin tot. Scheiß Idee. Scheiß Idee. Toll. Nochmal. 10 Jahre Ladescreen. Schlaf ein. Aber nee, ich glaube, diesmal dauert er nicht so lange wie das erste Mal. Gut, bei dem ist es definitiv eine scheiß Idee, bei dem einfach in die Arme zu laufen und... War ich da jetzt schon drin? Erst nochmal öffnen, erst nochmal reingucken, haben wir alles gelootet, ist alles gelootet, gut. Dann gehen wir jetzt zu dem ersten Boss. Was auch immer, was da ist. Gut, das Ding aufnehmen, da hinten mal was zum Aufnehmen. Die Typen, die mir die ganze Zeit ins Ohr quatschen. Das, okay, das ist zum Aufnehmen nicht mehr da, das ist auch nicht mehr da. Noch dieses Radio da gewesen. Also, da kommt so ein dicker, fetter, wow, krass Typ an. Gut. Runterhüpfen, in die Ecke laufen. Ihr seid so parallel, so Dings drauf. Da hinten läuft er nämlich schon, der Dicke, irgendwo. Ist er das hier vorne? Nee. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr könnt doch nicht mal Granaten hier hinwerfen, seid ihr behindert? Mann, oh, hallo, hier sind Mädchen anwesend. Huhu. Ihr seid doch echt, ihr habt doch echt einen Schatten. So, dich noch und dann kommt dieser dicke... Dieser dicke, ich bin da... Und den lenke ich jetzt einfach hier so, hey, komm mal ein Stück rum. Boah, du bist so heftig drauf, ey, bist du so krank oder was, ey? So. Ja, genau. Geh mal in die Ecke und schäm dich. Gehst du zurück in die Ecke und schämst dich? Spaß dir, ey. Alter, merkst du die Einschläge noch? Geht's noch, ey? Hallo? Das tut mega weh, was ihr da... Geh aus meinem Kopf raus. Oh, was hängt denn da oben? Ja, ich finde den Kontrollpunkt ziemlich sauber. So, warte kurz. So, zack, zack. Das schieben wir auch noch raus. So, sauber ist er. Okay, ich glaube, ich muss da reingehen. Dann gehen wir da rein. Nicht? Mist, da liegt noch was draußen. Das hätte ich auch noch mal tun. Was? Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Hallo? Können Sie mich hören? Nein. Gehören Sie zu uns? Nein. Zur Behörde? Weiß ich nicht. Sind Sie noch bei Verstand? Nee. Definitiv nicht. Nein. Was leuchtet da auf? Bitte reden Sie mit mir. Weiß ich nicht. Wir sahen sie mit den verlorenen Agenten. Verloren? Ich bin dermaßen lost. Okay, gut. Reden wir mit euch. Was bin ich froh, mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist? Ganz meinerseits. Ich bin Pope, Emily Pope. Wir sind irgendwie ein bisschen behindert. Ich bin dran. Soll ich lügen? Jesse Faden. Nur zu Besuch hier. Ich hätte lügen sollen. Oh, shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment, wir kommen raus! Jetzt weiß ich, was ich bin. Ich bin der Boss! Chikita bam bam! Gib mir auch eine Waffe, los, komm. Ich bin der Boss, ich will alles haben. Direktorin Faden? Nennt mich Jesse. Okay, Jesse. Wobei, eigentlich gehöre ich in die Klapse. Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses... Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell?
wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Ach, entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist tot. Erschossen. Ah. Ich fand seine Leiche. Und die Waffe. Sag ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Er hatte Zischen. Außerdem, und ich weiß, das klingt verrückt, erscheinte mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern, das Zischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Wie? Bam. Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre! Das ist einfach unglaublich. Es ist, ach, ich kann nicht mal, ach, Jessie, ich habe 1 Million Fragen und du bestimmt 1 Million mehr. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst, kannst du vielleicht auch die vom Zischen Besessenen, also, ja, die Infizierten heilen. Wenn das also möglich mit Leo. Wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Emily Pope. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie jetzt schon. Klar, gib mir eine Packung Lefax. Ich bin der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passiert. Ich laufe einmal durch die Gegend. Oder vielmehr ihrer Behörde. Noch nicht trauen. Ja. Ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam. Ich finde die Idee mit dem Lefax besser. Komm, gib mir eine Packung Lefax. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei, aber wir laufen. Ja schon mal vertrieben. Nee, haben wir nicht. Hallo? Es zischt hinter dir die ganze Zeit. Hier. So, also, die haben alle mega kräftige Blähungen. Wir werden jetzt die Packung Lefax nehmen. Und jedem Arbeiter und jedem hier einmal irgendwie einen Lefax geben, damit sie auf jeden Fall das Zischen wegkriegen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Gameplay. Mich interessiert wirklich, was in diesem Psychospiel hier noch passiert, weil ich blicke absolut nicht durch. Das Fragezeichen über meinem Kopf wird immer größer und ja, so ein paar neue Sachen kann ich und ein paar neue Sachen kann ich auch wiederum nicht, aber ich blicke absolut nicht durch, was hier noch passieren wird irgendwie in der nächsten Zeit. Und außerdem, hey, ich habe gehört, du hast Zischen, nimm mal hier den, nee, schieb mich mal nicht weg. Wegschieben ist eine ganz dreckige Nummer. Also das geht ja mal gar nicht. Nimm mal hier das Tablettchen, hallo. Nimm es, schluck's, dann geht das Zischen weg. Leute, wir sehen uns, haltet die Ohren steif, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Nimm die Tablette. Hallo. Geht doch.